Hallo zusammen, cool, seid ihr dabei bei der vierten Ausgabe von unserem sehr spontanen, sehr unregelmäßigen, sehr improvisiert produzierten Live-Format hier auf IGTV. Mal ehrlich, Hosen runter. Ich verzichte heute auf meinen super Jingle mit meinem Xylophon, aus dem Grund, weil ich das Xylophon nicht finden kann, weil es halt ein Puff ist in unserer Wohnung. Aber meine Kinder haben dafür heute Morgen spontan entschieden, dass sie 27 Ballons aufblasen wollen. Und darum, yeah! Mal ehrlich, Hosen runter, heute mit der Christa Rigozzi. Ich freue mich auch fest. Ich habe sie ewig schon nicht mehr gesehen. Ich weiss gleich immer, was sie macht, weil sie auf Instagram so aktiv ist. Und ich hoffe jetzt natürlich auch fest, dass sie das schafft, mit sich hier zu connecten. Yes, sie ist da! Christa Rigozzi, send a request to be in your live video. Ja! Ja, ich sehe dich! Ja! Geschafft! Super. Oh, super! Jetzt bin ich da! Voilà, direkt von Ticino! Hey, ist es bei euch auch so kalt? Ich habe gehört, in der Schweiz ist es momentan Winter. Es geht. Ja, jetzt, also ja. Bei uns ist es kalt, ja. Es regnet seit 2 Tagen. Es ist wirklich nicht schön, es ist grau. Ja, und darum bin ich mit Pulli. Ich bin auch draußen, so habe ich keine Geräusche. Mein Handy ist gerade runtergefallen. Ich habe keine Geräusche, ich habe nichts. Die Kinder sind im Bett, aber vielleicht, wenn sie aufstehen, der Papa ist drin und ich bin draußen. Yay! Yay! Macht ihr das immer so? Nee, die Kinder ins Bett, wie macht ihr das? Also wenn ich zu Hause bin, ich bringe immer die Kinder ins Bett, weil sie möchte natürlich, dass die Mama immer so viele Küsse gibt, Geschichte erzählt und so. Aber heute Abend habe ich das einfach so schnell gemacht, dass die Kinder sagten, nein, aber Mama, Geschichte. Und dann, nein, ich muss weg, ich habe jetzt einen Termin. Und dann habe ich einfach Türe zugemacht. Ich bin draußen im Garten und eben, wenn was irgendetwas passiert, der Papa ist drin und er kümmert sich um das. Er hat gesagt, mach dein Ding, ich bin hier. Okay, super, genau so soll das sein, oder? Ist doch toll. Ja. Du, erzähl mal schnell ein bisschen von deiner Zeit, von der letzten Zeit, weil ich bin dir immer auf Instagram gefolgt und ich habe dich einfach immer in der Küche gesehen. Genau, also ich folge dich auch. Ich habe natürlich die letzten 3 Monate praktisch nur zu Hause verbracht. Die ersten 2 Monate, muss ich sagen, ich habe das noch genossen, oder? Weil nach 14 Jahren immer unterwegs, in der Schweiz, überall, auch im Ausland, nonstop arbeiten und so, plötzlich gehst du runter, oder? Und genießt du deine Zeit und machst du eigentlich solche Sachen, die normalerweise nichts machst, oder? Weil du keine Zeit hast, wie ein Buch lesen, mal nichts machen, den ganzen Tag im Pyjama einfach zu Hause zu sein, auf dem Couch. Ich habe ganz viel aufgeräumt, geputzt und so. Und eben, ich habe ganz viel gekocht, weil ich koche sehr gerne, weil ich natürlich sehr gerne esse. Und ich habe eigentlich immer gekocht. Aber mir fehlte die Zeit, um ein paar Videorezepte zu machen. In dieser Zeit habe ich das gemacht. Ja. Ich habe so einfach so als lustig angefangen, oder? Ich habe gedacht, ja, ich filme mal dieses Rezept und dann kamen die Anfrage, kannst du mal noch ein Rezept, noch das und das? Und am Schluss habe ich 2 Monate lang alles gefilmt und das war lustig, weil am Schluss haben wir alle gemeinsam gekocht. Ich bekam Feedbacks von den Leuten, Tipps, Leute, die mich nach meinen Rezepten gefragt haben und es war wirklich so lustig. Und ich habe alles gegessen, nichts weggeschmissen. Du, und deine Kinder, essen die auch alles? Ja, ich habe Glück, dass meine Kinder wirklich alles essen, vor allem viel, muss ich sagen. Also sie sind wirklich Genussmenschen, Genussgirls. Ja. Sie fangen schon beim Apero an, wie Mama, und gehen sehr direkt. Also ich kann wirklich alles kochen, es gibt nichts etwas, das sie nicht wollen. Manchmal müssen wir Eltern sagen, nein, das ist nicht für dich, das ist ein No-Go. Weil sonst möchten sie einfach alles probieren. Das ist aber cool, oder? Freu dich. Ich hoffe für dich, es bleibt so. Ja, es ist wirklich cool, aber ich denke, es ist auch, es liegt ein bisschen an uns, oder dass wir sind auch viel gereist. Wir haben immer alles gegeben. Wir haben nie nach dem Kindermenü bestellt, sondern im Gegenteil, wir haben immer unsere Menü bestellt und dann müssen sie etwas essen, oder? Also
wegen dem haben sie sich gewöhnt und jetzt möchten eben sogar Sachen nur für Only Adults. Ja, du, das ist gut. Wir haben das auch versucht. Und bei uns ist aber leider mittlerweile ist es immer schwieriger geworden. Also verändert sich leider auch ein bisschen. Ja, unsere Kids, eben, sie sind 3,5 Jahre alt. Darum, sie essen auch, was auf dem Tisch steht. Also ich koche keine 4-5 Menü. Das ist, auch nicht. Ich auch nicht. Aber und, es gibt dann halt einfach Beschwerden, oder? Ja, klar. Ja. Ja. Aber ich esse ja auch alles, weißt du. Ich habe ja schon Meerschweinchen gegessen und Maden gegessen und weiß nicht was. Aber das finden meine Kinder lustig. Aber sie wollen dann nicht mal irgendwas probieren. Ich sage immer, weißt du, wir sind nicht im Restaurant zu Hause. Und darum, es gibt einfach zu essen, was es auf dem Tisch gibt. Und wenn sie nichts wollen, dann essen sie einfach nichts, oder? Aber machst du jetzt etwas daraus? Gibt es ein Kochbuch bald? Also ich muss etwas sagen, eben ich habe 2 Monate lang gekocht und ich hatte ganz viele Feedbacks und coole Feedbacks und die Leute haben mich gefragt nach einem Kochbuch, oder? Irgendwann dachte ich, ja, wieso nicht, oder? Ich habe so viel Zeit im Moment, weil alle Veranstaltungen, Events, Sendungen wurden abgesagt oder geschoben. Dann habe ich wie pausiert, ich habe keine Videorezepte mehr gemacht und jetzt eine vor 2 Tagen und plötzlich die Leute haben sich angemeldet und gesagt, yeah, das ist wieder ein Rezept von dir, wir müssen mehr und so. Ich bin am Überlegen, vielleicht könnte ich ein Kochbuch schreiben. Wieso nicht? Vor allem, weil es sind meine eigenen Rezepte, die habe ich zu Hause geschrieben, also ich brauche nicht so viel Zeit, oder? Es wäre, weil ich im Moment nicht so viel zu tun habe. Okay. Ich habe gerade ein Tonproblem und jemand sagt, ich sei leise. Moment. Hörst du mich jetzt? Ich höre dich sehr gut. Hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich. Jetzt nicht mehr. Okay, super. Jetzt nicht mehr. Jetzt schon? Okay. Ja. Weil vorher, mir hat jemand gesagt, ich sei mega leise. Ich probiere jetzt ein bisschen lauter zu sein. Bin ich jetzt lauter, liebe Leute, die ihr da zuschaut? Der Ton ist eine Katastrophe, ja, ich weiß. Wir sind einfach nur Ticino Hawaii. Ja, ich glaube, das hat ein Problem. Ich glaube, es ist besser. Ja, genau. Aber jetzt kommt ein. Hörst du mich auch? Nein, ich höre dich. Das ist furchtbar. Hörst du mich jetzt? Ja, aber ganz leise. Warte schnell. Wenn ich das so halte, hörst du mich besser? Hör ich dich besser, ja? Na gut, dann halte ich das einfach. Ja, okay. Ja, so ist viel besser. Ja, genau. Jetzt hat es aber keine Rückkopplung. Ich glaube, es ist bei allen ein bisschen anders, weil jetzt sagt jemand, du bist zu leise, es ruschet, die Hörer weg. Ich glaube, jetzt ist es besser. Bei mir tut es jetzt besser. Also bei mir geht es eigentlich noch. Ich hoffe, es geht auch bei allen. Ich hoffe es auch. Und sonst sollen Sie es bitte sagen. Weil jetzt wenn ich ins Haus gehe und habe ich die Kids, die schreien und der Hund, der bellt, dann habe ich echt ein Problem. Ja, ich sehe das Problem. Ich habe sonst, wie sagt man? Gückel, Henne. Ja, ich bin. Ja. Wollen wir mal mit dem Spiel beginnen? Jawohl. Also. Du musst mir aber alles erklären, wie es geht. Es ist mega einfach. Es sind ungefähr 30 Karten und auf alle Karten habe ich Stichworte geschrieben. Da steht zum Beispiel Mental Load oder da steht Liebe. Und es ist immer spiegelverkehrt, weil Instagram es nicht geschafft hat, dass wir nicht spiegelverkehrt sind. Deshalb sind wir beide verkehrt. Und ich mische diese Karten und du sagst Stopp. Okay. Und dann nehme ich einfach die oberste Karte. Und dann kannst du irgendetwas erzählen, was dir dazu in den Sinn kommt. Okay, alles klar. Genau, und wenn du nicht antworten willst, hast du einen Joker. Eine? Ja. Und dann frage ich aber auch nichts mehr. Dann nimmst du einfach den Joker und dann ist das Thema weg. Alles klar.
Also gut, ich mischle mal. Wow, eine Profi. Ja, wirklich. Also eben, du musst Stopp sagen, gell? Ah, okay, schon jetzt. Stopp. Ja. Ups, okay. Älteren Sex. Oh, wow. Wir starten gleich und richtig. Ja, ja. Also Elternsex. Elternsex muss meiner Meinung nach, also was mich betrifft, natürlich organisiert und geplant werden, oder? Es ist natürlich nicht mehr so spontan wie vorher, weil bei uns gibt es natürlich zwei Kids zu Hause, oder? Nicht nur ein kleines Hund. Und sie sind unterwegs und sie sind natürlich nicht eingesperrt. Sie dürfen überall. Ja, also ich sage mal, wir schreiben das nicht in der Agenda, oder? Weil das wäre natürlich nicht mehr so schön. Aber es ist vielleicht nicht mehr so regelmäßig, dafür umso schöner, wenn es Sex gibt. Manchmal auch ein bisschen schnell, oder? Weil man hat nur die Zeit und man muss das planen. Und am meisten in der Nacht. Weil zum Glück in der Nacht sind meine Kids im Bett und sie schlafen. Am Tag schwierig, weil sie haben keine Schule. Sie gehen erst im September im Kindergarten. Quarantäne ist live, hat bedeutet, dass sie immer bei uns waren, 24 Stunden. Darum, ja, ein bisschen schwierig. Aber wir schaffen das schon. Okay, ich bin froh, dass du das schaffst. Und wie ist es sonst? Also ich meine jetzt nicht auf den Sex bezogen, überhaupt nicht, aber habt ihr sonst, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, habt ihr sonst Hilfe in der Kinderbetreuung oder wie teilt ihr das auf? Nein, also wir kümmern uns um unsere Kinder alleine, beziehungsweise Joe und ich. Der Papa natürlich mehr, weil er hat ein bisschen auf seinem Job verzichtet, damit ich weiterarbeite und ich bin oft unterwegs. Es gibt Momente, wo ich natürlich viel unterwegs bin und er kümmert sich 100% auf die Kids. Und Momente, wo ich zu Hause bin, er kann seine Aufträge nehmen und ich kümmere mich um die Kids. Wir haben keine Nannies, wir haben keine Kinderbetreuung. Unsere Kids, eben, sie dürfen erst jetzt im September in Kindergarten gehen, weil sie sind am 31. Dezember auf die Welt gekommen, darum ja, ein Jahr später. Und ansonsten, also wenn wir ein schönes Essen zu zweit möchten oder irgendetwas, dann sind die Großeltern natürlich schon dabei. Aber wir haben nicht regelmäßig Großeltern, die kümmern sich um die Kinder oder so. Das machen wir wirklich zu zweit. Und vor allem der Papa, muss ich sagen. Ja. Habt ihr das vorher so abgemacht, bevor die Kinder da waren? Ja, also wir haben nicht abgemacht, wir haben darüber geredet, oder? Weil man weiß es nie, wie es wird, oder? Aber als ich natürlich dieses Gefühl hatte, ich möchte Mutter werden und der wollte sowieso Papi werden, schon seit lange, weil er ist mit 5 Schwestern aufgewachsen, er liebt Kinder und eine große Familie. Er hat sofort gesagt, hey, schau mal, wenn du weiter arbeiten möchtest, ich bleibe sowieso zu Hause, ich möchte Papi sein, 100%, verzichte auf meinen Job. Und so war es auch leicht für mich, oder? Weil ich wollte nach wie vor Mutter werden, aber auch nicht meinen Job aufgeben. Wir haben das abgemacht, wir haben probiert, weil man weiß es nicht, oder? Und am Schluss hat es geklappt. Jetzt nach 3,5 Jahren muss ich sagen, wir sind beide happy und ja, ich würde nie mehr wechseln. Also so ist perfekt. Ja. Wie machst du das? Wie hast du eigentlich überhaupt einen normalen Tag oder ist bei dir jeder Tag so komplett anders? Wenn ich dein Instagram schaue, habe ich immer das Gefühl, dass jeder Tag ist völlig anders bei dir. Also sagen wir mal, wenn ich arbeite in den Monaten, wo ich viel zu tun habe, jeden Tag ist anders, aber die Routine zu Hause ist immer gleich. Das haben wir sowieso auch in den ersten Monaten, wo ich zu Hause war als Mutter, immer so gestellt, weil ich finde, Timing ist ganz wichtig bei den Kindern. Also mindestens zu Hause die Routine, oder? Und die Routine ist einfach, dass ich sowieso, egal ob ich gehe zur Arbeit oder nicht, ich stehe ganz früh auf, ich habe zuerst meinen Kaffee allein und alle schlafen. Das brauche ich wirklich. Und dann stehen die Kids auf, es gibt Frühstücke, dann spielen, malen, was auch immer im Zimmer. Dann gibt's Mittagessen, dann gab's immer Nachmittagsschlaf, weil sie schlafen gerne. Und dann nochmal spielen oder eben Großeltern besuchen, Spielplatz, Velos, was auch immer. Und dann Abendessen und dann ins Bett. Bett war immer um 7:30.
Und das von Anfang an. Jetzt gut, in den letzten 3 Monaten haben sich die Regeln, also die waren nicht mehr so scharf, muss ich sagen. Also die Kinder gehen ungefähr um 8, vielleicht sogar 8, 9 ins Bett. Am Morgen war ein bisschen anders. Es gab viel mehr TV-Schauen, manchmal auch iPad, weil in der Quarantäne, ey, sie durften auf keinem Spielplatz, alles war zu. Man durfte nicht raus. Wir konnten nicht die Großeltern besuchen, wir konnten nichts machen und natürlich sind wir auch ein bisschen, wie sagt man, so, ja, also leichter geworden mit Regeln, oder? Aber sonst ist immer so. Und wenn ich zur Arbeit gehe, ist es das und dann gehe ich arbeiten und dann kümmert sich mein Mann um die Kids und wenn ich zurückkomme, also Routine ist zu Hause und bei mir beruflich ist natürlich schon immer ein bisschen alles neu. Und wie war das so für dich die letzten paar Monate? Also ich fand es extrem anstrengend. So immer aufeinander und halt nichts von außen. Und bei uns war dann noch Homeschooling und so. Aber wie war das für euch als Familie? Also für mich war am Anfang eben schön. Ich habe meine Kids 24 Stunden genossen und ich muss sagen, die letzten Monate habe ich ganz viel gearbeitet. Und darum, es war auch schön. Wobei ich muss sagen, im Februar waren wir 3 Monate in Amerika am Reisen, weil ich wusste, ab März arbeite ich wie eine Verrückte und darum, ich möchte die Zeit mit meiner Familie verbringen, oder? Dann kam natürlich das Gegenteil, weil ich bin zurückgekommen und gleich mit meinen Kids sowieso geblieben. Ich habe das genossen. Ich habe ganz viel gemacht und organisiert, gebastelt und gekocht auch mit meinen Kids, oder? Aber irgendwann war schon too much, oder? Wo du denkst, du hast nicht mal 10 Minuten frei, wo sie nicht draußen gehen können, wo sie können nicht auf Spielplatz, nicht mit dem Hund, nicht in den Wald, nicht auf einem Wanderung, nicht zu den Großeltern, nicht zu der Tante oder so, das war schon heavy. Zum Glück muss ich sagen, wir haben eine privilegierte Situation. Wir haben ein Haus mit Garten, jede hat sein Zimmer. Wir können uns auch ein bisschen so zurückziehen, oder? Jede hat seinen Platz. Aber trotzdem, es war schon heavy. Nach 3 Monaten dachte ich, okay, jetzt muss sich etwas ändern. Ja, ist dann langsam mal gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Und für Kindergarten bist du ready? Ja, ich bin total ready, mein Mann auch. Wir freuen uns mega. Wir denken, yeah, go out. Nee, also wir waren gestern im Kindergarten, wir haben sie schon lange angemeldet und so. Und gestern war der offizielle Termin, wo wir alle Papiere und Dokumente bekommen haben. Sie haben uns einfach ein Papier gegeben, wo steht geschrieben, was ich alles brauche. Und jetzt bin ich nur noch am Organisieren. Ich muss etwas kaufen und so. Und am 2. September fangen sie an. Also die Lehrerin ist super, sie freuen sich riesig. Ich muss sagen, auch sie beide sagen immer, wir möchten ins Kindergarten, oder? Und darum ist gut. Wenn du, ich mache nachher gleich weiter mit den Karten, aber das nimmt mich, ich habe so ein paar Fragen, weil die wollte ich dir schon lange mal stellen und jetzt sind wir endlich mal da so miteinander am Reden. Wenn du unterwegs bist mit deinen Kids, wirst du dann immer angeschaut? Also weißt du, bist du die ganze Zeit unter Beobachtung oder ist das... Oder also ich mach mir so, mal ehrlich, das kennst du, oder? Ja. Wenn ich unterwegs bin, egal, mit Kindern oder ohne Kinder, werde ich immer beobachtet. Wenn ich mit Kindern bin, werde ich sowieso beobachtet, alle wollen Föteli oder schauen, wie ich mich verhalte und so weiter und so fort. Wenn ich ohne Kinder unterwegs bin, schauen alle so, wo hat sie die Kinder zurückgelassen? Oh mein Gott, sind sie auf der Straße? Also egal, was ich mache, die Leute schauen immer, was ich mache. Ja. Ja. Aber findest du das nicht stressig? Weil du hast mir ja gesagt, heute war ein anstrengender Tag, oder? Zum Beispiel. Mhm. Und also man bleibt ja dann nicht immer ruhig. Also ich bin manchmal, ja, ich raste Also zum Beispiel wird ja mal hastig.
Ja, also heute natürlich nach so viel Zeit unterwegs und alles ist passiert. Eben, wir sind zuerst rausgegangen unten. Ich habe 60 Treppen, die ich machen muss draußen, bevor ich in die Garage bin. Ich kam runter mit den Kids und plötzlich habe ich gesehen, ich habe keine Autoschlüssel. Dann musste ich wieder hochgehen, aber natürlich mit den Kids, weil unten ist die Straße und gibt sie die Autos und ich kann nicht 3,5-jährige Kinder allein in die Garage lassen. Dann wieder hoch mit den Kids unter Regen. Dann wieder runter mit Schlüssel. Dann habe ich alles eingepackt, Hunde, zwei Kids und Regenschirme und alles. Zuerst sind wir zu den Großeltern gegangen, ist noch alles gut gelaufen. Sie haben einfach 1 Kilo Schokolade gegessen und Cola dazu getrunken, aber ist okay. Dann sind wir wieder ins Auto eingestiegen, Richtung Einkaufen. Und als ich am Fahren war, haben sie beide ihre Regenschirme geöffnet im Auto. Und sie haben geschrien, weil sie konnten die nicht mehr zumachen, oder? Und ich, Scheiße, ich muss fahren, oder? Und der Hund, der hat nur gebellt und war zwischendurch, oder? Dann sind wir reingekommen, drinnen ins Einkaufszentrum, also Einkaufszentrum im Coop. Und die Zoe sagt, Mama, ich muss Pipi machen, oder? Und ich, nein, wir waren gerade, oder? Dann raus, in eine Bar, auf Toilette, wieder rein, einkaufen, dann fehlte nur noch der Metzger, also das ist kein Spiel, es ist wirklich so passiert heute, also kein Witz. Beim Metzger, und wir gehen immer beim Metzger dort im Dorf, Sie kennen, und er gibt auch immer wieder ein bisschen Salami, trockenes Fleisch, weil sie lieben das. Die sind gerannt hinter den Banken, direkt im Hinterhof und sie wollten Salami. Und ich, nein, komm zurück. Und alle Leute, die haben zugeschaut, natürlich, es ist im Dorf, wo ich aufgewachsen bin und alle kennen mich, haben alle, einfach alle gelacht. Ich bin raus, immer ruhig, bis zum Auto habe ich sie reingetan in den Maxi-Cosi, angegürtet und da habe ich gesagt, und jetzt gehen wir nach Hause. Ich habe gesagt, ich kann nicht schreien, weil wir sind unterwegs. Aber wart mal, wenn wir zu Hause sind. Ja, so ist es. Aber, ja, ich spüre dich ganz fest. Ja, so ist das. Also am Schluss war einfach nur noch nach Hause, ein Glas Wein, kochen und jetzt sind sie ins Bett. Yeah, Tag Yay. geschafft. Genau, geschafft. Oh, wow, aber ich weiß nicht, wie du, ja, ich mache das gar nicht. Ich gehe nicht einkaufen mit meinen Kindern, gehe ich nicht mehr einkaufen mit mehr als einem Kind, weil sonst wäre ich durch. Ja, ich gehe auch einkaufen normalerweise allein. Aber jetzt nach 3 Monaten Lockdown muss ich sagen, die Kids haben Lust auf alles. Das erste Mal nach 2 Monaten, als wir plötzlich wieder raus waren mit dem Auto unterwegs zu einem Spielplatz, haben die Kids gesagt, Mama, schau mal, es gibt Bäume, es gibt Häuser, es gibt Autos. Also es war wirklich alles so der Wahnsinn für sie nach 2 Monaten. Also ich meine, von Amerika direkt zu Hause, 2 Monate, 24 Stunden eingesperrt. Und darum, weißt du, heute dachte ich, okay, ich brauche 2, 3 Sachen, ich gehe direkt mit den Kids, oder? Aber wenn ich natürlich groß einkaufe, da gehe ich schon allein, also ohne Kids. Ja. Ja, bei uns darf man gar nicht, bei uns darf man nur eine Person mitnehmen. Also von dem Ah, her okay. habe ich immer Ja. eine ganz tolle Ausrede, Ja. wenn ich kommen will. Bei uns ist jetzt alles wieder erlaubt, muss ich sagen. Einfach Abstand halten, Sicherheitsmaßnahmen verfolgen, aber sonst ist alles erlaubt. Ja, du hast ja auch du hast eigentlich eine große Rolle gespielt in der Schweiz, oder bei der ganzen Aufklärung? Ja, vielleicht, weil gerade das Tessin stark betroffen wurde, haben sie mich kontaktiert, auch vom Bundesrat. Es gab ein paar Messages, natürlich via Instagram, die ich geben könnte und ich habe das gerne gemacht. Die Situation war natürlich schrecklich am Anfang im Tessin. Es gab so viele Infizierte, so viele Todesfälle, vor allem in der Altersheime. Und die Message war einfach klar, oder? Also folgen wir die Maßnahme, weil das Ziel ist für alle gleich, oder? Wir möchten so schnell wie möglich an die Normalität zurückkommen. Wir möchten keine volle Spitäler, wir möchten keine Todesfälle mehr und so. Die Bevölkerung hat das verfolgt. Es war lustiger. Über Ostern musste ich sogar die Message geben, ey, liebe Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer, kommen Sie nicht ins Tessin. Ja. Und das war für mich schon heavy, oder? Weil normalerweise ich werbe für das Tessin, sage, kommen Sie hierher, oder? Aber im Nachhinein muss ich sagen, wo ich gestern diese Ranking gelesen habe, Switzerland, the safest country in the world, also ist nicht schlecht. Wir haben vielleicht super reagiert, schnell reagiert.
und es ist nicht schlecht gelaufen. Also jetzt ist gut. Ja. Ja, das ist super. Ja, bei uns ist auch super. Aber wir sind halt eine Insel und das ist extrem easy halt eigentlich. Entweder geht das ganz schlecht oder dann ist das, ja, ist das gut. Und bei uns ist jetzt gut im Moment, ja, von dem her. Das ist das Wichtigste. Ja, genau. Willst du noch eine Karte ziehen? Ja. Ich mischle wieder. Jawohl. Also stopp. Oh, schon. Okay. Grenzen. 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 Also jetzt eigentlich, also nicht der Landesgrenzen, sondern mehr so Grenzen, die du zum Beispiel deinen Kindern setzt, wo du sagst, das ist mir wichtig, das will ich nicht, zum Beispiel. Also zum Beispiel Grenzen bei mir als Mutter, aber auch der Papi, wir sind einig. Wir sind sehr offen. Wir reisen überall mit unseren Kids. Wir nehmen unsere Kids überall. Sie dürfen fast alles machen. Aber ganz wichtig, es gibt Grenzen, und zwar die Werte. Also sie müssen respektvoll gegenüber Menschen sein, gegenüber Tieren. Sie müssen dankbar sein. Sie müssen sich schon an einige Regeln halten. Und für den Rest ist okay. Also ich bin nicht die Mutter, die sagt, hey, keine Schokolade, keine Süßigkeiten, kein Ding oder kein iPad oder so. Da bin ich nicht. Ich bin mehr fokussiert wirklich auf Respekt, oder? Und Respekt, wir hatten jetzt die Beispiele in diesen Tagen, oder? Von Black Lives Matter. Also ich finde, das ist das Wichtigste für mich und für meine Kinder. Wenn sie dann ab und zu viel Schokolade essen, eben wie bei den Großeltern, oder einmal mehr iPad oder Fernsehen schauen, ist mir egal. Das sind schon die Grenzen bei mir. Und wenn ich sehe, sie verhalten sich gut und sie sind offen und sie sind respektvoll, dann dürfen sie alles haben von mir, ehrlich gesagt. Also alles. Natürlich, ich meine, genau, auch mal Schokolade, oder? Ja, natürlich. Ja, vor allem ist es so wichtig. Also ich bin ja noch ein größerer Schoki-Fan geworden, seit ich hier lebe, weil hier hat es ja einfach keine anständige Schokolade, oder? Also von dem her, Schokolade kann man immer essen. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Aber wenn du bei Walgreens gehst, es hat Schweizer Schokolade. Ja, wir haben ja auch Schweizer Schokolade. Weißt du, was das Problem ist? Die kommt nicht aus, wo ist die? In Kirchberg ist die Fabrik, oder? Ah, kommt das nicht dort? Nein, sondern es wird nicht dort fabriziert, sondern es wird in den USA nach dem gleichen Rezept fabriziert. Ah, dann ist nicht Schweizer Schoki. Drum ja. Eben. Wenn du zurückkommst, dann kannst du ganz viel Schokolade essen. Im Moment esse ich das für dich auch. Super, ich komme dann mal vorbei. Ich darf jetzt wieder ins Tessin, oder? Ja, natürlich, natürlich. Jetzt sind alle willkommen. Wir warten auf alle und wir freuen uns sehr. Ich mische schon wieder. Stopp! Regretting Parenthood. Sag dir das was? Habe ich nicht verstanden. Der Hashtag heißt Regretting Parenthood. Und das ist, wie sagen wir, dass ich eigentlich nicht möchte, Eltern zu sein. Nein, also es wurde mal so ausgelegt, aber es war dann eigentlich, es war eigentlich mehr so gemeint im Sinne von, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay, also, nein, also so habe ich mich das nicht vorgestellt, kann ich nicht sagen. Ich habe mich eigentlich überhaupt nichts vorgestellt, weil ich wusste nicht, wie es ist, älter zu sein. Ich hatte keine Ahnung, oder? Ich hatte nur einen Hund und das war schon eine Probe, aber nicht wirklich, ja, oder? Ja. Ich habe, nein, also ich, nach wie vor, ich finde, Mutter zu sein ist das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ich würde nie zurückgehen. Und ich bin total happy, auch dass ich Zwillings bekommen habe, gleich zwei. Und nein, das ist das Schönste. Es ist wunderbar. Es ist natürlich schon anstrengend. Es ist nicht mehr wie früher, wo ich ganz spontan plane, jetzt mache ich das und das und das. Nein. Aber und es gibt auch Tage, wo ich so sauer bin und denke, oh Gott, ich vermisse die Momente, wo ich eben frei war, aber am Schluss, sie lachen schon zu Mama und es ist wunderbar, oder? Das weißt du auch am besten. Nein, ich habe mich nie vorgestellt, wie es ist und jetzt muss ich sagen, ein dreieinhalbjähriges Bilanz, es ist wunderschön und ich könnte mich einfach mein Leben ohne Kids nicht mehr vorstellen. Ja. Jawohl. Ready? Okay. Yes. Stopp.
Okay. Schlaf. Schlaf. Also mit dem Schlaf muss ich sagen, wir hatten Glück, weil unsere Kids haben von Anfang an geschlafen. Also etwa im dritten Monat haben sie angefangen, die ganze Nacht zu schlafen. Vielleicht, weil sie zu zweit im Zimmer waren. Sie sind auch jetzt im Zimmer zu zweit, oder? Und vielleicht eben, ich stelle mich vor, ein Kind, der plötzlich nach 9 Monaten im Bauch ist, allein in einem Zimmer ist, vielleicht fühlt er sich allein, oder? Aber sie waren immer zu zweit und auch nachher waren sie zu zweit. Sie haben immer geschlafen. Es war plötzlich Mitternacht, letzte Milch und 6 Uhr morgens wieder Milch. Und das war nicht schlecht. Und dann plötzlich haben wir angefangen mit dem Mittagessen, Abendessen und so. Und jetzt muss ich sagen, seit 2 Jahren ist es regelmäßig eben 19.30 Uhr im Bett und am Morgen schlafen sie zwischen 8 und 9. Ja, ich bin sehr neidisch. Ja. Keine Ahnung, also, weil wir beide stehen auch früh auf, oder? Also ich stehe immer zwischen 6 und 7, auch wenn ich nichts zu tun habe. Jetzt in der Quarantäne sogar früher, ich weiß nicht, plötzlich war ich um 5:30 schon wach. Mein Mann auch, und wir haben immer diese Momente, die ich wirklich so genieße. Also bevor die Kinder aufstehen, muss ich meinen Kaffee allein genießen. Und das ist für mich schon gut. Also manchmal schlafe ich bis 8 Uhr, einmal alle vielleicht 6 Monate, und die Kids sind schon wach und ich denke, oh Gott, wir müssen zusammen unten gehen und frühstücken und so. Also nein, das mit dem Schlafen, muss ich ehrlich sein, es war alles tiptop, es ist alles gut. Ja, ja, super. Ja, da hast sie schlafen sogar noch Nachmittag ab und zu, weil sie schlafen so gerne. Ja, ja, wenn dann deine sind 3,5, gell? Ja, meine Tochter ist nur ein wenig jünger in dem Fall. Ja. Deine. Genau. Hey, jemand hat gefragt, ob du deine Kinder in die gleiche Klasse schickst im Kindergarten oder ob in verschiedene Klassen. Ja. Also ich habe natürlich mehrere Gespräche gehabt mit Lehrerinnen und so, und ich habe gesehen, meine Kinder sind wirklich gut miteinander, sie sind gut zusammen, aber auch gut mit anderen Kindern. Es gibt eine, die ein bisschen ein Führer ist und die andere, die folgt, oder? Und das auch mit anderen Kindern, aber es ist richtig, dass sie zusammen sind, und wir haben gefragt und sie haben uns gesagt, dass normalerweise die Zwillinge sind immer zusammen in derselben Klasse, außer dass die Eltern verlangen, dass sie also separiert werden, oder? Und das wollen wir nicht, weil ich meine, es ist gut. Wir sehen auch, wenn wir auf Spielplatz gehen, dass unsere Kids sind zusammen und dann plötzlich eine spielt mit einer Gruppe und die andere mit einer anderen Gruppe und dann wieder zusammen. Und das finden wir toll, und darum, es ist gut so, dass sie in derselben Klasse gehen, also im Kindergarten natürlich. Ja. Ja. Sprechen Sie eigentlich einfach Italienisch oder sprechen Sie noch eine andere Sprache, deine Kids? Weil du also so Sie sprechen... Ja, sie sprechen mit uns Italienisch, mit der Tante Französisch, weil sie aus der Romandie kommt. Und mit unseren Freunden aus der Deutschweiz sage ich immer, sie sollen Schweizerdeutsch reden. Ich rede nicht auch Deutsch mit meinen Kindern, muss ich sagen, weil ich möchte nicht, dass sie die gleichen Fehler machen wie mich. Ich lehre einfach nur die Wörter, wie zum Beispiel die Sonne, das Buch oder so. Aber ich mache keine Sätze, weil ich rede natürlich nicht perfekt Deutsch und ich möchte nicht, dass meine Kids genau dieselben Fehler machen. Ja, ich finde dein Deutsch ja super. Ich weiß noch, ich habe dich ja kennengelernt, da konntest du noch fast kein Deutsch sprechen. Ja, bei den größten Schweizer Talente, wo ich immer gesagt habe, du bist so herzig. Ja, also ja. Ich finde es wahnsinnig, wie du Deutsch sprichst. Da musst du überhaupt keine... Ja, das schon. Ich habe schon mich verbessert, aber ich möchte nicht, dass sie dieselbe Fehler. Ich finde, du solltest mit deinen Kids eine andere Sprache reden, wenn du wirklich die Sprache beherrschst, oder? Ansonsten lieber mit Vorlesungen, mit Professoren oder was auch immer. Und eben, ich kann Wörter lehren, oder? Und sie wissen schon, wenn ich sage, wie sagt man il sole, sagen die Sonne. Wie nennt man das? Das Buch. Aber ansonsten, richtige Sätze will ich nicht, weil ich selber nicht perfekt rede. Du, jemand hat noch gefragt, in den Kommentaren hat noch jemand eine Frage gestellt, die ich, wo ich immer ein bisschen Hemmungen habe, sie zu fragen, aber ich lese dir vor, und du hast den Joker, gell? Also du kannst okay. Ich habe schon einen Joker zu Hause, mein Hund heißt Joker. Heißt Joker, wirklich? Ja.
Und zwar hat die Person gefragt, ob ein drittes Kind ein Thema ist bei dir. Ich bin ehrlich, weißt du, ich habe nie Probleme, spontan zu sein. Ich habe immer gesagt, mein Wunsch sind zwei Kinder. Plötzlich hatte ich gleich zwei Kinder und es war wie eine Überraschung. Und am Schluss, im Nachhinein, muss ich sagen, wir hatten nicht so viele Probleme im Sinne. Sie haben geschlafen, sie verhalten sich gut, sie essen alles und so. Und wenn ich denke, ich habe nur eine einzige Schwangerschaft erlebt, finde ich schon ein bisschen schade, oder? Weil der Moment, wo ich diesen Bauch habe und plötzlich noch größer und so, es war schon schön. Und wenn ich denke, ich habe das nichts mehr, ich weiß es nicht. Also es ist nicht ausgeschlossen. Aber manchmal kommt dann die rationale Seite und denke, oh nein, ich habe schon zwei Kinder, fertig, finito, basta. Ich habe es genug. Oder wie zum Beispiel heute, nach dem heutigen Tag. Mal schauen, ich weiß es nicht. Also ich hätte gerne noch einen Buben, aber man gut, kann ja, das nicht sagen. Ja, ich finde immer so, ja, wenn sie schon fertig zu mir kommen würden und ich müsste das vorher nicht alles machen, dann könnte man ihr noch eins geben, aber das halt wirklich eben nochmal schwanger und noch eine Geburt und so. Aber du hast drei Kinder, oder? Ja. Ich habe nur zwei. Ja, aber du hast die zwei gleichzeitig. Das finde ich schon heftig. Ja. Also, du, ich weiß es nicht. Also wenn, es muss natürlich in den nächsten paar Jahren sein, oder? Weil jetzt langsam auch meine Kinder, wenn sie nun abhängig, sie gehen auf Toilette, sie essen alleine, sie spielen, machen alles und plötzlich wieder von Anfang an mit Windel, mit. Und vor allem, du hast den Vergleich, das finde ich am schlimmsten. Ich höre von allen meinen Freundinnen, die hatten super Kinder, wie meine, sie schlafen, essen und so. Plötzlich beim zweiten ist total das Gegenteil. Und ich habe Angst, dass es sowas passiert, dass ich beim Dritten dann nicht mehr schlafe. Er ist nicht mehr. Er hat nur Koliken, nur Probleme und so, das will ich nicht. Gut, du würdest das auch schaffen, da bin ich mir sicher. Aber ich will dich überhaupt nicht beeinflussen, aber ich habe gelesen, dass eigentlich, der perfekte Zeitpunkt, weißt du, man sagt ja immer so, ja, möglichst schnell die Kinder nacheinander und möglichst, damit sie im gleichen Alter sind. Und eigentlich aber der weibliche Körper braucht eigentlich fast 3 Jahre, bis er sich einigermaßen erholt von der Schwangerschaft und von der Geburt. Und deshalb, also... Deshalb bin ich jetzt ready mit 3,5. Eigentlich ready, genau. Warte mal, Joe, wo bist du? Ja, ich weiß ja nicht, was ihr heute noch geplant habt. Wir müssen noch zu zweit planen, oder? Nicht ich allein. Genau. Es ist eine Entscheidung zu zweit. Genau. Aber ich sage euch, er würde gerne. Er würde gerne. Er mag Kinder, er möchte gerne wieder eine oder zwei. Mhm. Und er findet das eigentlich, er ist jetzt nicht da, ist blöd, ich kann ihn nicht selber fragen, aber dieses eben, dass er hauptsächlich die Kinderbetreuung auch übernimmt. Mhm. Ja, und das liebt er. Er hat alles. Ja, er hat auch alles von Anfang an gemacht. Er hat, Windeln gewechselt und Zäpfli reingesteckt und alles. Alles. Weißt du, es gibt Freunde von uns, die haben immer gesagt, einmal Windeln wechseln mit Kacke, das kann ich nicht. Da habe ich sofort die Mama angerufen. Nein, was ist das Problem, oder? Aber vielleicht eben, weil er ist der Jüngere, der ist in eine große Familie aufgewachsen mit 5 Schwestern und er eben der Jüngere. Und darum, er ist sowieso gewohnt mit Frauen und sowieso gewohnt mit ganz vielen Kindern. Insgesamt haben wir 14 Enkelkinder, Joe und ich. Also wir haben ganz viel. Ja. Okay. Ja, ich finde einfach, ich denke, wahrscheinlich ist er auch stolz darauf, oder? Ja, er ist natürlich sehr stolz, weil er hat natürlich unsere Kids aufgewachsen, also ich meine erzogen. Er hat die erzogen in 3,5 Jahre. Ich war natürlich auch oft weg. Manchmal habe ich das auch vermisst. Ich habe ein paar Sachen vermisst, als ich zurückkam. Er hat mir erzählt, was ist passiert. Ich habe natürlich gesehen oder auch nur mal 2 Tage weg, weil ich war nie eine Woche weg. Also wenn es war vielleicht, ups, jetzt bin ich... Plötzlich der Garten. Er hat natürlich auch eben, ich bin nicht jahrelang oder monatelang unterwegs, aber auch 2 Tage weg und dann komme ich zurück, er erzählt, die waren das, ich habe das gemacht und so. Er ist einfach super, ich finde, er ist der super Papi und er hat keine Hemmungen, er redet über alles mit unseren Kids, er macht alles, er kocht und also ist wirklich super, ja. Also kennst du das schlechte Gewissen auch manchmal? Ja, also dass man ja, das so macht.
Ja, aber es ist so, das schlechte Gewissen kommt nichts von mir, weil ich meine, wenn ich einen Tag nach Zürich gehe zur Arbeit, ich finde, meine Kids sind mit dem Papa. Also sie sind nicht auf der Straße allein zurückgelassen, oder? Dieses schlechte Gewissen kam vielleicht am Anfang von den Leuten unterwegs, wo ich eben oft gefragt wurde, oh, wo hast du deine Kids bei einem Meeting, bei einem irgendeine Moderation. Und ich habe immer gedacht, ja, aber sorry, wenn mein Mann zur Arbeit geht und macht ein Meeting, niemand fragt immer, wo sind deine Kids? Wieso fragen sie mich, wo sind meine Kids, oder? Und am Schluss, nach 2 Jahren, muss ich sagen, ich habe einfach so Witze gemacht, immer wieder gesagt, ja, sie sind auf der Straße, sie sind irgendwo und so. Manchmal hatte ich mehr schlechte Gewissen, als ich vielleicht etwas verpasst habe. Wie das erste Mal, wo sie was essen, oder das erste Mal, wo sie runtergefallen sind, auch, oder? Vom Bett. Sie sind, also solche Sachen, mehr von dem. Aber wirklich schlechte Gewissen vom Arbeit nicht, weil wenn ich zu Hause bin, bin ich 100% mit meinen Kids. Es ist nicht, dass ich zu Hause bin und ich schaue nicht, ich stelle sie vor dem Fernsehen und ich bin nicht da. Nein, im Gegenteil, ich verbringe so viel Zeit mit meinen Kindern. Ja, ich wollte dir das auch nicht überhaupt nicht irgendwie unterstellen oder so, sondern es hat auch jemand noch gefragt in den Kommentaren, wieso sollte Christ ein schlechtes Gewissen haben? Und ich muss da vielleicht schnell erklären für die, die das nicht wissen. Also, Any Working Mom ist eigentlich eine Plattform, die sich eben dagegen einsetzt, dass man dieses Bild von der Mutter haben soll, die einfach eben, die immer zu Hause ist, die immer verfügbar ist, sondern wir plädieren eigentlich für ein Familienmodell, so wie ihr es lebt oder auch ein ganz traditionelles Familienmodell, wenn man das so wählen möchte. Wir sind einfach dafür, dass jede Familie dasselbe für sich wählen soll. Und nein, ich finde überhaupt nicht, dass du ein schlechtes Gewissen haben sollst, oder? Im Gegenteil. Nein, Aber ich verstehe schon. Es ist so, es ist so, aber. wir haben das natürlich in unseren Köpfen und wir haben das alle irgendwo mitgekriegt oder wir haben dieses Bild von uns, was wir alles noch tun sollten als Ja. Mütter. Und Ja. der Tag hat Ja, 24 Stunden und es das Leben hat. ist tatsächlich so. Also ich muss sagen, das alte Familienmodell ist natürlich immer noch in der Kultur, auch in der Gesellschaft einfach so verankert, oder? Und es ist so, und man braucht, ich weiß nicht noch wie viele Jahre, oder? Ich bin zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen, wo mein Papa hat gearbeitet und meine Mutter war Hausfrau. Sie war 100% für uns, für mich, für meinen Bruder. Sie hat uns zum Sport gebracht, zur Schule und das und tausende Sachen gemacht und ich bin dankbar für das. Und ich schätze das natürlich sehr. Aber ich habe zum Beispiel meiner Mutter immer gesagt, ich möchte nicht zu Hause bleiben wie du. Nicht gegen dem. Weil ich finde, man solle einfach das wählen, oder? Und wenn man die Möglichkeit hat, wieso muss man schon eine Rolle entscheiden? Okay, die Mutter oder der Vater? Wieso nicht beide? Wieso nicht der Vater? Wieso nicht der Mutter? Oder je nachdem. Genau. Also ich finde, das Wichtigste sind die Kinder und dass wir uns um die Kinder kümmern und sie haben die vollste Priorität. Und dann, wie wir das machen, wer geht zur Arbeit und so, also am Schluss ist egal. Genau. Also ich musste auch, ich habe erst, als ich selber Kinder gehabt habe, eigentlich wirklich gemerkt und geschätzt, was meine Mutter für mich getan hat. Also das hat für mich sehr, sehr viel, sehr lange gebraucht, fast Ja. 30 Jahre, bis ich wirklich gecheckt habe, ah, meine Mutter war ja immer da, oder? Ja. Und deshalb, nein, ich finde nicht, es gibt gut und schlecht und richtig und falsch, aber womit ich Mühe habe, ist eben, wenn eine ganze Gesellschaft quasi in ein Modell gedrückt wird und man nicht die Wahl hat, oder? Ja. Und deshalb Ich finde ich finde das. auch eben, ich habe keine Mühe mit nichts, weil ich bin eben in so eine klassische Familie aufgewachsen und jetzt führe ich vielleicht eine moderne Familie, aber ich bin weder noch dagegen, also ich bin für alle Modelle. Wenn jemand aber, wenn ich zu einem Meeting gehe und die Leute sagen, wo hast du deine Kinder zurückgelassen, dann werde ich einfach total sauer, oder? Weil ich finde, wäre mein Mann, an meiner Stelle, niemand würde was fragen. Das Ja. finde ich nicht in Ordnung. Hey, aber jetzt muss ich fragen, Christa, weil du hast mal vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, du bist keine Feministin. Aber das, Nee. was du sagst, du bist keine Doch. Feministin. Nein, es ist so, ich bin schon eine Feministin, aber ich mag nicht das Wort Okay. Feministin.
Also das habe ich mehrmals erklärt, eben manchmal ist nicht so klar. Ich bin eine Feministin im Sinne, ich kämpfe für die Frauen, ich liebe die Frauen, ich bin auch ein Vorbild für eine Feministin, oder? Weil ich bin eine Mutter, die aber eine Karriere hat, die möchte emanzipiert sein, unabhängig sein, und das will ich und das wünsche ich mir für alle Mütter, und ich kämpfe auch, dass Frauen eine Karriere weiterverfolgen dürfen, anhand von Kinderkrippe, Krippe auf der Arbeit und auch die gleiche Löhne für alle und so, das ist klar. Ich habe Mühe mit diesen Wörtern, mit Feministin, mit Demonstrantin, mit, weißt du, diese Wörter, weil ich habe immer noch diese Image von den 90er Jahren, und für mich eine Feministin war einfach eine, die auf der Straße geht und einfach wie fast einfach demonstriert und so. Das bin ich nicht. Also man kann auch in Ruhe miteinander reden, man kann diskutieren über gewisse Themen, oder? Ich bin nicht eine, die gegen Männer ist. Ich bin überhaupt nicht gegen Männer. Ich liebe die Männer. Ich meine, ohne meinen Mann könnte ich meinen Job nicht machen. Ja. Also wenn man emanzipiert sein möchte als Mütter, braucht man auch die Väter. Das muss man sagen, oder? Und darum, ich finde auch nicht, dass eine Frau sollte mehr verdienen als ein Mann. Auch nicht. Ich finde einfach, für den Job, den du machst, egal, bist du Frau, bist du Mann, bist du schwarz, bist du weiß, bist du für eine Religion oder eine andere, musst du dasselbe verdienen. Und darum, ich habe Mühe einfach mit dieser Definition, einfach die Beschreibung, ich bin Feministin. Nein, ich kämpfe für das, oder? Einfach das Wort stört mich. Okay. Super. Weil bei Jungen mindestens hat das Wort ein bisschen eine negative Beschreibung gegenüber Männern. Und das habe ich nicht. Ich bin nicht gegen Männer. Überhaupt nicht. Ja. Ja, verstehe ich. Da fühlen wir das genau gleich. Ich habe einfach keine Mühe mit dem Wort. Aber okay. Ja. Super spannend zu wissen. Das jetzt. Wir sind schon fast eine Stunde dran. Und nach einer Stunde schaltet das IGTV irgendwie ab. Und von dem her, okay, kannst du jetzt entweder noch selber wählen, ein Thema, über das du noch reden möchtest, weil du es irgendwie wichtig findest oder cool, oder wir können noch eine letzte Karte ziehen. Ja, dann ziehen wir noch eine Karte. Und ich sehe ganz unten nur schnell eine Frage wegen Putzfrau. Ich habe auch keine Putzfrau. Ich putze auch mein Haus allein, weil ich bin sehr pingelig. Ja, ich putze auch, ich wasche, ich bügle. So wissen alles, was Christa macht. Hey, hey, hey. Und ich weiß nicht, wie du das machst. Manchmal habe ich schon ein halbes Burnout, wenn ich deinen Instagram-Story folge. Ja gut, manchmal bügle ich regelmäßig, manchmal alle 2 Wochen und manchmal bügle ich auch nicht alles in den weißt du, so Waschmaschinen. Und so. Nee, also... Ich putze lieber selber, und mein Mann hilft mir auch bei dem. Also muss ich sagen, wir sind ein tolles Team. Siehst du, ich hab mega Schwein, weil mein Mann ist viel pingeliger als ich. Und deshalb... Aha. Dann ist gut. Immer irgendetwas am Putzen oder am Waschen oder irgendwie im Garten etwas am Machen. Wir haben die perfekten Männer geheiratet. Also ich muss sagen, für mich, ja, ich habe definitiv für mich den perfekten Mann erwischt, ja. Ja, und ich auch. Heiraten noch nicht, aber das kommt vielleicht dann auch. Hey, ich bin schon. Ja. Stopp. Stopp, okay. Ui, das ist aber jetzt ein krasses Thema für den Schluss. Kaiserschnitt. Habe ich gemacht. Aber es war ein Not-Kaiserschnitt bei mir, weil also geplant, im 8. Monat hat mein Frauenarzt gesagt, okay, sie sind so gedreht, dass eine Naturgeburt, also natürliche Geburt, nicht möglich ist. Darum hatte er schon den Termin fixiert für einen Kaiserschnitt, und es wäre den 26. Januar 2017 gewesen. Ich habe am 22. Dezember noch meine letzte Show in das Zelt gehabt, auf der Bühne. Ich habe mich so wohl gefühlt, und dann habe ich pausiert. Ich hatte einen Monat pausiert, um alles zu organisieren. Natürlich Kinderzimmer, die Tasche fürs Spital und so, weil sie sagen immer, du sollst eigentlich alles schon 3 Monate vorher bereit machen, oder? Habe ich nichts gemacht. Ich habe auch während Weihnachten gegessen, Familie und alles. Und Silvester war geplant mit Freunden aus Zürich. Und meine Freundin ein Essen im Tessin im Restaurant. Gegen 18 Uhr, und es war nichts bereit, gegen 18 Uhr habe ich mich umgezogen, schön geschminkt und so, und plötzlich das Wasser platziert.
Ja, und dann hat schon mein Frauenarzt angerufen und gesagt, du, es gibt ein Problem, es gibt ein bisschen Wasser, was machen wir? Ich bin ja direkt ins Spital und um 19:30 Uhr war ich im Spital und um 10 Uhr war ich zweifache Mama. Und habe das Feuerwerk vom Silvesterabend im Tessin am Locarno-See vom Spitalzimmer gesehen. Und das war natürlich nicht geplant. Ich hatte auch keine Tasche dabei. Ich hatte nichts, aber es war wunderschön. Und dann kamen all meine Freundinnen um 1 Uhr in der Nacht mit Champagner und alles. Und ich, nein, ich will nur schlafen. Und ja, es war unerwartet. Es war ein Notkaiserschnitt. Also jetzt im Nachhinein kann ich natürlich darüber lachen. Es ist zum Glück alles super gelaufen. Ich bin auch, vielleicht nicht alle wissen, oder jetzt wird's. Ja, nach 3 Jahren, ich bin 2 Wochen im Spital geblieben, das wissen nicht, das habe ich auch nie erzählt in der Presse. Sie mussten unter Beobachtung sein, unter dem, sie waren zu klein, Frühgeburt. Aber eben am 16. Januar bin ich nach Hause gegangen und ich war mega happy und meine Kids sind so gesund und das ist das Wichtigste und es ist alles super gelaufen. Sie wollten schon feiern, wie Mama, Silvester. Sie wollten einfach dabei sein, schon früh. Ja, genau. Mamma mia. Ja. Ja. Danke vielmal, dass du so viel mit mir geteilt hast und auch so spontan. Wir haben das wirklich mega spontan und verschoben und hier und da und überall. Ja. Und dass du dir mit deinem vollen Terminkalender überhaupt die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Danke. Es hat mich sehr gefreut, eben meine Agenda ist nicht mehr so voll im Moment. Umso mehr habe ich gefreut, dass ich mit dir geredet habe, vor allem, weil wir hatten auch ab und zu ein paar Termine, die leider nicht zustande gekommen sind. Aber sobald du wieder in der Schweiz bist, dann sehen wir uns, oder? Ja, ist gut. Machen wir. Machen wir. Die Kinder können jetzt auch spielen miteinander. Jetzt sind sie alt genug. Ja, natürlich, das ist schön. Meine Tochter kann einfach kein Italienisch. Sie mischt Englisch und Deutsch. Sie kann auch weder noch fehlerfrei, sondern sie mixt das einfach wild. Kein Problem. Also wir waren eben auch in Amerika vor 2 Monaten. Meine Kids haben mit Kindern, die nur Englisch geredet haben, gespielt und die Kinder verstehen sich sowieso, Ja. egal was für eine Sprache. Okay, super. Es würde mich echt mega freuen. Ja, machen wir. Okay. Also, danke Danke, dir. Andrea. Und noch einen Ja. Kuss und liebe Grüße vom Ticino. Ja, liebe Grüße ins Ticino und auch an Joe und danke für das, was Danke, danke. Kinder ins Bett gebracht Liebe hat. Grüße nach Hawaii. Ciao.